Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Wir spielen Prinzessin Isabella, Ankunft einer Erbin. Das ist ein Wimmelwildspiel und ich habe es mir ausgesucht, weil die Kritiken so dermaßen im Keller waren, dass ich mir gedacht habe, dieses Spiel muss ich unbedingt mal angezockt haben. Ich kann Wimmelbildspiele nicht besonders gut, deswegen hole ich mir Unterstützung vom Chat. Ich hoffe, sie helfen mir auch und hauen jetzt nicht alle ab und lassen mich im Stich. Wenn wir das schaffen sollten und nicht jetzt gleich in den nächsten 5 Minuten in die Tonne kloppen, dann würde ich nochmal gerne ein Wimmelbildspiel machen, aber das hat unglaublich gute Kritiken bekommen, dass wir einfach mal so den Unterschied dann feststellen können zwischen schlechtem Wimmelbild und gutem Wimmelbild. Was ist das? Ist das ein Rabe? Ist das eine Taube? Oh, es war doch nur eine Maus. Ja, genau. Mach's gut, Red Dragon. Also, die Leute hauen schon reihenweise ab. Nee, wir streamen schon eine Weile. Es ist schon sehr, sehr spät. Ich weiß auch nicht, ob ich die Rätsel hier hinkriege um die Uhrzeit. Aber wir probieren es einfach mal. Wir starten ein neues Spiel. Standardabenteuer. Wir spielen für Fortgeschrittene, weil wir cool sind. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Bella, dear sweet Bella, soon she and I will become one, just like her mother before. That's my machine. Once I take away your precious fairy godmothers, you'll be all alone, helpless. Möchtest du interaktive Hilfe verwenden? Möchten wir das? Ja, machen wir. Ich bin noch machen da. Wir mal, ja. Du kannst mit einem Charakter sprechen, wenn das Dialogsymbol erscheint. Wähle Bella, um mit ihr zu sprechen. Hallo Bella. Dreh mich im Norden des Schlosses. Okay, ich gehe eigentlich nicht immer zu gruseligen Geistern, aber okay. Du kannst einen Bereich näher untersuchen, wenn das Lupensymbol erscheint. Lupe. Du kannst Gegenstände aufheben, wenn das Handsymbol erscheint. Crap. Gehe zu einem anderen Ort. Anderer Ort. Öffne dein Tagebuch, um wichtige Informationen und Hinweise über Ziele zu finden. Es ist immer noch zu laut, oder? Sag mal was. Ist Bella kein Hundename? Danke für viel. Ein dunkles Schloss ist am Horizont erschienen. Könnte es die böse Hexe sein, die meine Mutter vor all den Jahren gefangen hat? Und war das eine Erscheinung meiner Mutter? Etwas Merkwürdiges ist im Gange. Ich sollte sofort die Hilfe der Feen und des Drachens suchen. Boah, der Wind ist unglaublich laut. Also, sorry, aber wenn man hier nochmal ins Menü, Einstellungen. Alter, Soundeffekte. Ein bisschen. Gib cool. Ich bin immer noch zu laut. Das ist eine Fee. Bella, after all these years of searching, the witch has finally revealed herself. She has your mother, and though this is surely a trap, I know I can't stop you from pursuing her. But heed my words, you must not face her alone. We need to seek out your three fairy godmothers who were cast away by the evil storm. I'll be right here by your side if you need my help. Soll ich eigentlich vorlesen oder lieber nicht, wenn die selber quatschen? Wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, benutze Hinweise, klicke, um fortzufahren. Ein Fragezeichen. Dieses alte, klapprige Vogelhaus hat schon bessere Tage gesehen. Okay, Kevin, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Nach einer gewissen Zeit kannst du Minispiele überspringen, klicke, um fortzufahren. So,
Was muss ich damit machen? Nein. Warum kann ich den... Hä, das macht gar keinen Sinn. Ich möchte den daran haben. Warum? Ja. Der komische Zwerggnom oder was das ist, ne? Ja. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist bestimmt Alex. Mist. Ich hasse so eine Spiele. Ich hab keine Ahnung, wie ich das hinbasteln soll. So. Ja, hier fehlt noch. Wie kriege ich den dann da oben hin? Warte mal. Ich will den hier da runter kriegen. Das jetzt fängt ja schon an. Das ist von mir schon wieder das ist viel zu spät, um sowas zu spielen. Das ist viel zu spät, um sowas zu spielen. Ich mache immer das Gleiche. Spiel es einfach nicht. Nein, das wäre viel zu einfach. Ich glaube, wenn das ein Horror-Game wäre, da weiß ich auch nicht weiter. Ab dem Zeitpunkt komme ich nicht weiter hier. So sieht es jetzt aus. Und das hier kann ich nicht rausziehen. Ja. Also den zweiten von der Mitte. Den jetzt rechts in dem. Achso, nee, du hast ja Delay. Den du erst von der Mitte nach rechts gemacht hattest, den müsstest du nach links. Und den du ganz rechts hattest, der da einzeln war. Den hier kann ich nicht hier rauf machen, weil der zu groß ist. Ich kann ja nur die kleinen Sachen auf die Dings machen. Mehr geht ja nicht. Warte mal, wenn ich. Genau, den musst du ja. Jetzt hast du jetzt gerade. So, wir haben's gleich. Stopp! Der kommt noch darauf. Ha! Durchbruch! Und das um die Uhrzeit! Alter, sind wir genial! So, und jetzt? Ah! Wir haben was. Wir haben die Drachenflöte! Ich denke, ich sah ihn circling overhead in the field back there. Let's go see if he can help us out. Ciao, Paolo. So. Noch hier irgendwo was? Ja, guck mal hier. Ich frage mich, ob ich den schweren Fels bewegen kann. Ja, jetzt im Moment nicht. Ein dunkles Schloss ist am Horizont erschienen. Wir gehen mal hier zurück aufs Feld. Hallo, Drache. Bella, good to see you still in one piece. That wretched witch is back and has cursed the land and kidnapped your fairy godmothers. If you can find my flute, you'll be able to call me down from the sky to help you out. You haven't seen it anywhere, have you? Ist das Maul? Hä, ich hab das. Ja, genau. Ah, you found it. Ja, ich hab's gefunden. If you need help moving any heavy objects, you can call me down using this lift saw. Here, ein Hebellied, okay. Aha. Ich hab das Hebellied gelernt. Perfekt. Hier, hebel mal das bitte auf. Aro, sag mal, ist das die unendliche Geschichte gemischt mit The Legend of Zelda? Ich hab keine Ahnung. Was ist das, so eine Panflöte, weißt du? Kommt so ein Traum, der ist irgendwie Smoke. Da ist im Anfang. Ich hab das Nebellied jetzt gelernt. Ich dachte, wir sind von Anfang an da irgendwie so in so einem Märchen, so ein Märchen. Ich kann mir vorstellen, dass du hier schon ein bisschen Don Rüssi. Das ist echt langweilig, ja. Das fängt doch gerade erst an. Leute, beruhigt euch mal. Glitzer zeigt aktive, versteckte Objekte. Ich leg die Zähne. Okay, gucken wir mal. Ja, Wimmelbild. Woo! Finde alle unten gelisteten Gegenstände. Also, ein Tannenzapfen. Jetzt fängt's an. Frosch. Was fehlt noch? Eine Spinne. Warum müssen es immer Spinnen sein? Schmetterlinge. Habe ich auch schon irgendwo gesehen. Schmetterlinge. Käfer. Schlange. Da ist ein Schmetterling. Den Tannenzapfen habe ich immer noch nicht gefunden. Eine Feder habe ich auch schon gerade irgendwo gesehen. Da. Rose, Klee. Ein Pilz. Da unten sind doch Pilze. Die Pilze wollen sie anscheinend nicht.
Ach ja, okay. Ist halt echt sowas wie Criminal Mind. Hier so. So, eine Muschel, ein Fußabdruck. Ah, das ist der Fußabdruck. Tannenzapfen, den finde ich nicht. Und Pilz. Der Pilz ist hier. Mensch, Aro, du bist ja richtig gut. Findet ihr den Tannenzapfen? Der Tannenzapfen ist oben in der Mitte. Oben? Da, ich habe ihn gefunden. Dankeschön, Alex. Einen Schnellkäfer haben wir erhalten. Da hängt noch ein Häschen fest. Und das ist in den Reben gefangen, aber ich habe noch nichts, um das wegzumachen. Giftige Pilze. Abstand halten. Der arme Hase. Dornen. Hier sollte ich auch nicht hin. Wobei, was kann ich denn mit dem Käfer machen hier? Das war eigentlich ein Witz. Okay, die machen alle schön mit im Chat. Gut, Rosenzweig. Kann ich. Ich piekse den Hasen den Rosenzweig. Komm. Och Mann, ich will ihn aber pieksen. Aho, die Gegenstände sind wie Pokémon. Oh, wenn du 8 Stück hast, ist vorbei. So, kann ich hier irgendwas pieksen? Nein. 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 Okay. Willst du den Hasen umgefahren? Ich wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, meine Damen und Herren, ist doch ein Horrorspiel. Ist immer ein Aho. Ein altes Bienennest. Oh. Oh, das bringt nichts. Was mache ich jetzt mit dem großen Zweig? Wie den Hasen. Du musst den Hasen töten, dankeschön. Gut. Hier ist nichts. Gehen wir mal woanders hin. Können wir noch irgendwo anders hin? Ah, guck mal da. Jetzt suchen wir mal den komischen Drachen. Schieb das mal weg. Ah, da kommt er wieder. Smaug, hallo. Und? Super gemacht, dankeschön. Gut. Was ist das? Keine Ahnung. Farbkreis. Was soll ich da machen? Müsste das Amulett irgendwie einlegen oder? Nee, das ist nicht. Nee, kombinieren kann ich es nicht. Hat man hier noch irgendwas? Nein, da kann ich hier nicht anklicken. Was soll ich denn bitte mit diesem komischen Ding jetzt anfangen? Den Stock mit Wow, Magic Dragon. Ja, der hat voll viel drauf. Ich hab keine Ahnung. Hier. Ich weiß nicht, was ich mit diesem magischen Kreis machen soll. Er ist versiegelt. Die Fee sagt, dass ich mit den richtigen Materialien einen Zauberstab bauen kann. Ja, ich habe hier einen Rosenzweig und einen Käfer. Bau was damit. Aber vielleicht den Farbkreis. Ja? Was mache ich damit? Den Stab kombinieren. Geht nicht. Ich mag die Flöte. Das hilft mir nicht. Kannst du noch was machen? Da! Beim Kanickel. Das hat man mal. Das hat gerade geleuchtet. Habt ihr das gesehen? Beim Kanickel irgendwie. Das hat aber gerade geleuchtet. Hinweis. Ja, toll. Ich weiß, dass da der Hase rumhängt, aber was soll ich denn machen? Wie gesagt, ich kann pieksen, aber es bringt nichts. Was soll ich denn? Vielleicht ein Käfer angerannt. Guck mal. Das hat doch gerade geleuchtet, oder? Leuchtet alles, wenn du das so hinnimmst? Ja, leuchtet alles. Ja, nein! Ist klar! Der Käfer macht... Ja, sie... Wurde der Hase gerade von dem Pilz getötet? War es mit dem Käfer richtig? Tatsache. Ja? Ich sag noch so... Der Hase hängt ein bisschen ab. Voll krass. Und mich... Siehst du? Hör auf mich! Ich hab gesagt, der Käfer. Okay. Tangelwild-Reben. Was soll ich mit den Reben bitte machen? Hilf mir.
nicht so wirklich vielleicht weiter. Vielleicht die Reben und den Farbkreis als Aufwiesen. Was macht man mit Reben? Keine Ahnung. Verbrechlich. Das hat beim Pilz geleuchtet. Echt? Bin ich der Meinung, ich bin gerade, ja. Du hast recht. Job, Bella. Mensch, Alex! This should do the trick. Pass auf. Ami, ich bin doch nicht so blind. Ja, wir haben einen mächtigen Zauberstab. Ey, wir können bestimmte Kreaturen beherrschen. Blauer Glitzer. Okay, Karte. Aber du kannst einen mächtigen Raben beschwören. Der ist der Beatrice. Warum kann ich da jetzt... Ich muss einen Raben beschwören jetzt mit dem Zauberstab. Wo war der Rabe? Wo saß der Rabe? Nirgendwo, anscheinend. Da ist eine komische Glitzer, was auch immer. Was ist denn das jetzt für ein komischer Wirbel? Wo ist denn jetzt der dumme Rabe? Ja, war doch Saffel vielleicht. Da hinten hat auch was geklitzert. War hier nicht vorne irgend so ein Rabe? Ich mach jetzt einfach alles mit dem Zauberstab hier. Los geht's! Mach was! Wo müssen wir denn hin? Wingardium Leviosa. Anscheinend da nicht hin. Dann gehen wir. Ah, die Koppe. Ach, die Tür! Oh! Ich hab die Tür ganz vergessen. Gut, ich bin übel schlecht in so einem Spiel. Ich hab die Tür einfach vergessen. Ey, das ist so ein geiles Bild. Hänge ich bei mir auch immer auf. Da. Voll cool. Und die hier mit dem Oktopus. Finde alle bösen Objekte. Ein Oktopus. Ein Goblin. Fledermaus. Totenkopf? Also die Hexensuppe sieht Flange. Gut aus. Ist das so Janka? Spinne. Totenkopf. Ein Auge. Skorpion. Tentakel. Keine Ahnung. Jetzt hört's bei mir auf. Hast du den Totenschädel? Ja, so. Da oben ist noch eine Schlange. Yay! Aber da Kedavra, genau. Oh Gott. Ey, wir können Sachen aufbrechen. Das ist ein Multifunktionszauberstab. Sicherheitsnadel. Schildkröte. Holzkreise. Tambourin. Das war der Hase. Fingerhut. Goldblatt. Maracas sind die Dinger hier, die Schütteldinger. Eine Schere. Schnipp, schnipp. Ja, mit dem Maracas kannst du noch La Cucaracha machen. Genau. La Cucaracha, La Cucaracha. Wo ist der Gürtel? Da. Rose. Ein Ring. Ein Seil. Naja, das waren die Mondaugen wahrscheinlich. Sicherheitsnadel und Seil fehlt mir noch. Sicherheitsnadel? Sicherheitsnadel habe ich, das Seil. Ich bin zu blind schon wieder, um das Seil zu finden. Das ist eine Kerlpette. Da ist es. Das Seil hängt an dem Bein. Nee, ach da, oh. Augen sind also böse, ich muss die unbedingt loswerden. Na, wenn sie in der Suppe sind, dann schon, dann sind sie böse. Aber ich hab ja schon gesagt, das sind Dämonenaugen. So, hier ist alles wieder schick. Oh, guck mal. Das können wir aufbrechen. Wir zerstören einfach unsere schöne Wohnung. Scheiß drauf. Oh, okay. Okay, das passt nicht rein. Das geht nicht. Doch, wenn du es richtig rum reindrückst, dann geht es.
Delfines. Da, das da können wir noch aufbrechen. Hey, gleich kommt der Zug bei Gleis 9 Dreiviertel und er befällt alle Kopien dieses Spiels. Oh, das ist aber mein Isabel. Wieso? Der hat gesagt, du bist gut und ich muss dich erst umbringen, damit ich gegen dich gewinne. Also, ist doch ein Kompliment. Sie hat geschrien, kann man mit dem Stab dann auch Leute erschlagen, dann würdest du gegen Sky in der Weltvernichtungsspiel gewinnen. Hier siehst du, ich kann nur gegen dich gewinnen, wenn du nicht mehr da bist. Also, ist ein Kompliment. Hab ich was gewonnen? Ja, genau. Apropos, hab ich was gewonnen? Ach, Mann. Ein Goldblatt. Hier ist aber auch nichts los. Das glitzert ja auch die ganze Zeit. Los jetzt hier, geglitzt. Also. Der Typ macht mich ganz kirre, wenn er dir immer so einen Kreis hier rumschlawenzelt. Ansonsten ist hier nichts. Weiter zurück kann ich nicht, also muss der Rest auch noch da oben rumhängen. Hier muss noch irgendwo was sein, was ich kaputt machen kann. Ich denke mal, das ist das da. Jetzt gehen wir wieder da rein, machen das Porträt richtig. Boah, bin also, ich voll der Pro. Also die Location erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe. Wie kann ich denn das bitte drehen? Wie soll ich denn das drehen? Wie kann ich nicht drehen? Hallo, ich würde das gerne drehen. Keine Chance. Vielleicht, wenn du es doppelklicken musst? Oder rechte Maustaste? Oder verwendet man den Zauberstab? Nee, ich muss das doch irgendwie trinken. Normalerweise kann man so eine Dinge anklicken und dann ist dann da so Pfeile links, rechts, oben, unten. Aber ich kann vervollständigen das Puzzle. Würde ich ja gerne, aber wenn ich es nicht drehen kann, wie soll ich denn das denn vervollständigen? Ich hab's gerade geschafft. Mein Bein und mein Müll immer. Wow. Cool. Ach Mann. Hallo? Ich würde es gerne drehen. Macht mich völlig fertig, das Spiel. Ja. Kannst du den Spiegel drehen? Nee. Weil du musst den Kopf rum, genau. Ja, habe ich ja schon gedacht, aber... Guck mal. Das beides passt zusammen, ist ja wohl klar, das sieht man ja. Aber normalerweise snappt es dann auch so ran, weißt du, und ist dann wieder ganz. Nö, es gehört nicht dazu, nein. Sieht ganz anders aus, das Ding. Also ich versuche mal, die Fee zu benutzen. Ja, ich möchte überspringen. Sorry, aber ich konnte das Ding nicht drehen. Das ist ein bisschen blöd. Bella, this landing pad should allow us to travel down to the surface. Jetzt wird es mit den schlechten Rezensionen so. Ach, bis jetzt finde ich es gar nicht so dramatisch, wie alle dann gesagt haben. Da fehlt uns was. Ja, nächstes Minispiel. Wupp, wupp, wupp. Dreh jede Scheibe, bis sie die Stücke im Zentrum passen, Farben, die Farben haben. Okay, Farben, Farben, Farben. Farbenreise. Oh Gott. Keine Ahnung. Das geht schon mal nicht. Das hier muss blau sein? Ne, ich glaube, das da muss blau sein. Oder? So? Also ist egal welche Farbe, die müssen halt die gleiche Farbe haben, alle müssen. Ich
im Zentrum. Müsste es ja grün sein, aber es geht ja gar nicht. Mal ebenfalls überspringen. Nein, du musst ja schon ein bisschen hier. Guck mal, in der Mitte ist auch lila markiertes Feld. Ja. Jetzt passt es nicht. Nein, das hier ist falsch noch. Gut, das kann nur das hier sein. Weil mehr passen die ja gar nicht. Das hat kein Rot und das hat kein... Aber jetzt passt das wieder nicht. Warte mal. Das gibt's noch, die Kombination gibt's noch. Dann wäre das hier rot, aber blau habe ich auch nicht. Ich werde noch zum Hirsch gerade. Ich könnte mir links oben vorstellen, dass das wahrscheinlich irgendein in der Ebene Rotseiten ist. Ja, schon, aber. Da ist kein Lila dabei. So rum. Das ist das Einzige, was sich hier verbinden lässt. Aber ich habe hier kein Blau. Also das eine Blau muss definitiv nach rechts, was in der Mitte ist. Aber ich habe hier kein Grün. Ich habe hier nur Lila oder Orange. Also bei dem Lichter ist definitiv klar, den zeigen müssen. Gar nicht so einfach, ne? Lila, der muss nach links. Aber nee, Blau, der hat kein Blau. Der macht mich völlig kirre, das Ding hier. Ich sehe nur noch Farben. Dreh einfach den Bildschirm. Aber wirklich. Das hier fängt so gut an und dann hakt es immer wegen einer Farbe. Jetzt hakt es nur wegen dem Blau hier. Lila kann keiner gebrauchen. Lila muss nach unten. Aber Blau kann hier auch keiner gebrauchen. Nimm mal rechts oben, Blau nach unten. Blau nach unten, so. Aber ich hab doch hier kein Lila. Rechts oben, da hast du mal, oder? Und ich hab hier kein Grün. Das ist dann ganz falsch. Aro dreht am Rad, ja genau. Ich hab hier oben nur Grün genau, oder Orange. Wir können es hier oben nur mit Grün oder Orange probieren. Und es funktioniert beides nicht. Weil hier ist wieder lila und wenn ich das so rumdrehe, dann ist da blau und hier ist kein blau. Das geht doch gar nicht auf, oder bin ich doof? Mach überspringen. Ich kann doch nicht jedes Minispiel überspringen. Das ist echt für. Also, das ist echt für Combo-Genies. Muss ich sagen. Wer das löst, ist ein Genie. Ja, ein aber Genie. Entweder ist denn da Fehler drin und das kann man gar nicht auflösen. Dreh jede Scheibe, bis die Stücke im Zentrum passenden Farben haben. Nur die im Zentrum. Also sind die Außendinger völlig Latte. Du bist ultra krass leise, ich verstehe kein Wort, das Spiel ist zu laut. Okay. Nee, auf gar keinen Fall den Train Simulator. Also das... Du kannst mir auch gleich... eine Capture Card holen und ein neues Auto. Jetzt sind alle in der Mitte gleich. Nur hier stören sie noch. Das hängt an einem einzigen Rädchen.
Kann ich das nicht mit dem Zauberstab einfach explodieren lassen? Bombarda! Ach. Also das mit dem Geld und Grün und dem Link wird schon gehört. Ach so, also, haben die das gemeint! Die. Ja, sorry, ich hab's falsch verstanden. Mist, ich kann es nicht mehr anklicken. Ach so, haben die das gemacht. Ah, hier, das ist aber echt gemein. Boah, ich hab meinen Namen gehört. Ja, genau. Oh mein Gott. Nicht wirklich, oder? Ich hab das gerade gesehen. Das fand ich jetzt ziemlich gemein. Das ist echt fies. Ich hab wieder meinen Namen gehört. Ja doch, was ist denn jetzt eigentlich? Guck mal schnell. Alex. Wieder alle. Geht das so oben rein, oder? Wie soll ich denn das da reinkriegen, bitte? So? Dann geht's nicht rum, oder? Wir drehen schon wieder am Kreisel immer so. Windkristall. Also, ganz so blöd sind wir doch nicht. Wupp, 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 wupp. Gott, bin ich gerade stolz auf uns. Oh nein, es geht weiter! Platziere alle Symbole in der richtigen Kategorie. Was ist denn das für eine Kategorie? Hier ist ein Mond. Dann kommt hier eine... Hä? Stopp, was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht, ich schwöre. Feuer würde ich auch nicht machen. Wald. Blätter? Tiere. Ein Fisch kommt dahin. Wasser, Angeln. Regenschirm. Regen, Wasser. Ein Boot. Dann kann man da brauchen. Anker. Kristall, keine Ahnung. Berge. So läuft das. Ach so. Okay, das kommt dahin. Das kommt da oben hin. Die Windmühle muss zu den Toren hin. Oh, das kommt hier. Oh mein Gott, das nächste gelöst. Ey, wir sind voll krass unterwegs. Oh Gott. Goldes Blatt. Wähle ein Blatt, um es an- oder auszuschalten. Beleuchte alle Blätter, um die Landekapseln zu entsperren. Gut. Ich hasse so eine Spiele. Weißt du, wie das ist? Wie das eine Spiel, wo dann irgendwann eine Bombe kommt. Meinst du? Hm. Zwei Stück fehlen uns noch. Ich mach nochmal alle aus.
Die goldenen anlassen? Weiß es nicht. Oh Gott! Klar, stolz auf dich, Auri. Dankeschön. Oh, das motiviert total. Ich hasse so eine Spiele. Ich hasse sie. Oh mein Gott. Das ist doch nicht logisch. Was ist daran logisch? Ich muss nur irgendwie random irgendwas klicken. Die drei lasse ich an. So. Wenn ich das ausmache, ist das. Wenn ich das ausmache, sind die. Wenn ich... Wo kann ich noch? Die drei lasse ich auch an. Die dann... Also die hier, denke ich, sind richtig. Dann mache ich die hier aus. Gott, nein! Ja! Ja! Das war voll logisch nachgedacht und so. Okay, eine ganz neue Welt erwartet uns da. Wow, es geht abwärts! Aber ich muss sagen, das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Was war nun das Pudelskern? Wir sind abgestürzt. Das ist eine Eule. Emma, das klingt sehr motivierend. My, alle Rätsel sind abgestürzt. Die sieht total creepy aus. Excuse my manners. I'm Owl, surveyor of these lands. Also der hat doch irgendwas genommen, oder? I once acted as royal messenger for your mother and father, before their kingdom was taken over by the witch. Right. Heute nicht. She has one of your fairy godmothers in captivity close by. Find her, and I'm sure she will tell you more. If I hear of anything further, I'll be sure to sit down and inform you right away. Ja. Weiß nicht, was die alle haben. Lilia. Holzplanke, Streichholzer, Adlerstatue, Taschenrohr. Taschenrohr. Da ist eine Statue, aber ist nicht die richtige. Adlerstatue. Handschuhe habe ich auch schon irgendwo gesehen. Erdbeeren. Die werden jetzt auch lecker. Schlüssel. Den habe ich schon gesehen. Eine Perle habe ich noch nie. Doch, da ist die Perle. Eine 4. Eine 4, eine 4, eine 4. Krabbe. Krabbe und 4. Ich sehe dann schon Spinnen. Warum gibt es hier überall Spinnen? Ahornblatt. Das ist ein bisschen schwieriger. Ahornblatt. Die Lilie habe ich gefunden. Das war die 4. Das war eine römische 4. Man muss hier nämlich echt aufpassen. Die sind richtig, richtig link, die Typen. Eine Krabbe. Es muss nämlich immer das sein, was sie sagen. Holzplanke habe ich gefunden. Streichhölzer. Die habe ich auch gesehen. Noch eine Holzplanke brauchen die. Da oben ist noch die zweite. Jetzt noch das Ahornblatt habe ich und die Krabbe. Habt ihr schon die Krabbe gefunden? Sorry, die habe ich zum Abendbrot gehabt. Da ist die Krabbe. Zwei Holzplatten haben wir erhalten. Super, damit kann ich echt viel anfangen. Explodiere! Ey, das hat wirklich was gebracht. Das finde ich bei den Spielen immer am besten, wenn du random irgendwas klickst und dann funktioniert. Oh, was ist das? Hallo? Das ist einfach,